kleinen Punkt. Uah. Du bist ja aggressiv. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Fallout 4. Ja, erstmal ein wunderschönes Wochenende. Da rennt ein wild gewordenes, zweiköpfiges Reh hier durch die Gegend. Und sie gleich hinterher, oder wie? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fallout. Ja, ich bin euer Xarok und wir quatschen jetzt hier den netten Herrn an, denn wir haben ja die USAF-Satellitenstation gesäubert. Die Raider haben denen hier ja Probleme bereitet. Und ja, schauen wir mal, was er jetzt zu erzählen hat. Ist das dein Ernst? Blake hat mir gesagt, dass du für uns getan hast. Für Mary. Wird sprachlos. Ich weiß, dass es nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Ja, einer nach dem anderen wäre nicht schlecht gewesen. Die hat mir Geld gegeben und hat gesagt, dass sie für uns günstig handeln kann. Ich will nur ein bisschen handeln. Und er ist natürlich überaus dankbar, dass wir ihm geholfen haben. Das passt schon. Sag mal, was hast du denn so? Willst du handeln? Wie geht es dir so? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Mhm. Klingt gut. Okay, sie hat hier Munition, Dünger, Beton, Holz. Aha. Hier können wir, ja, wichtige Ressourcen für den Siedlungsbau kaufen. Ist aber, nicht gerade günstig, würde ich sagen. Ja, aber wir sind eigentlich ganz glücklich mit dem, was wir haben. Mal gucken, was sie noch so zu erzählen hat. Gut. Wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst dich nicht verteidigen? Dann schluckt dich das Commonwealth. Ich kann nicht behaupten, schon in Diamond City gewesen zu sein. Die größte Stadt im Commonwealth. Brauchst du was? Willst du was wissen? Hier kannst du damit anfangen. Okay. Ich glaube nicht. Großartig. Vielleicht sagst du das beim nächsten Mal sofort, statt meine Zeit zu verschwenden. Boah. Wahnsinn, die war jetzt aber freundlich. Naja, gut. Scheiß drauf. Wir sollen uns hier das Schlachtfeld-Holoband anhören? Okay. Schlachtfeld-Holoband, wie geht denn das? Das war hier, glaube ich. Nee. Nee, wo haben wir das denn? Diverses hier, genau. Da, hier, Schlachtfeld-Holoband. Hören wir uns mal an. Auf der Straße in einem Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Herr ist runter, 5%. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Selbstzerstörung aktivieren. Ferris zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mhm. Haben sie wohl nicht geschafft? So. Jetzt haben wir uns das Bändchen angehört und, jetzt? Weiß ich auch nicht so genau. Jetzt sollen wir, jetzt sollen wir die Ritter Astils Holoband anhören. Dann machen wir das doch auch noch. Das war falsch. Das da. Ritter Tara Esplin, stell eine Bruderschaft.
Gesellschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandon. Ups. Das reicht wohl. Coral, ich bin's. Ich weiß, dass du da bist, also mach auf. Die Jungs haben dich gestern gesehen. Also, die warten nicht, ich warte nicht. Wir verschwinden am Morgen. Also hör auf, den Einsiedler zu spielen und sei bei Sonnenaufgang bereit. Guck mal, ob da was Wichtiges drin ist. Was zum Teufel ist los mit dir? Du kannst nicht einfach so verschwinden. Mir egal, hinter wie vielen Fallen du dich auch versteckst, Coral. Wir sind noch da. Er ist dein Kind, nicht meins. Also reiß dich zusammen und komm zu uns, wenn du mit dem Mist hier fertig bist. Vielleicht bist du vor langer Zeit auf was gekommen und ich erfahre es erst jetzt. Es war nicht fair, Coral. Gäbe es nicht das Kind. Ja, na klar, Kleiner. Ich hab auch Hunger und hier gibt es nichts für uns. Gehen wir. Hm. Wenn wir schon dabei sind... Aha. So, jetzt haben wir alle Holobänder angehört. Sehr schön. So, wir arbeiten uns jetzt hier so ein bisschen mit diesen kleinen Nebenquests hier mal ein bisschen durch. Das wäre einmal hier in der Nähe des Diner. Da sind wohl ein paar feindliche Aktivitäten, die entfernt werden müssen. Und danach machen wir hier noch die Ghule von Bedford Station weg. Und wenn dann noch Zeit ist, schauen wir mal, vielleicht hier noch die Satellitenstation Revere. Genau, dann hier waren wir noch nicht. Dann ist der nächste Weg natürlich das Diner. Und von dort aus spazieren wir dann mal darüber. Ich bin mal gespannt, was auf uns wartet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da Raider sein sollen oder irgendwelche feindliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Ghule, Ratten, keine Ahnung. Oh, wir sind hier mitten in ein Gefecht. Habe ich jetzt den Hund erwischt? Ich hatte keine Wahl. So, ich habe euch mal wieder gerettet. Es lohnt sich immer wieder mal vorbeizuschauen. Können wir eigentlich gleich hier alles mitnehmen? Der ist irgendwie schon nackt, keine Ahnung. Und die auch. Interessant. Sind das dieselben, die wir schon mal getötet haben? Liegen jetzt wieder da? Naja, gut. Egal. So, dann müssen wir in diese Richtung laufen. Dies machen wir mal. Das dürfte eigentlich auch nicht so weit sein. Ich glaube, das ist schon das Gebäude hier. Da stehen Puppen. Bewegen wir uns mal ein bisschen dahin. Schauen wir uns mal um. Ich glaube, hier können wir rein. Können wir ein Schloss knacken? Cool. War nicht schwer. Nehmen wir einfach alles mit. Wir haben jetzt relativ viel Platz, weil wir immer sehr schön aufräumen.
sollte nur auf Fallen aufpassen. Ich hoffe, dass das keiner gehört hat. Oh, da ist auch ein Bodensafe. Gut, dass unser Schlossknacken-Skill schon so weit oben ist. Sehr schön, da war auch wertvolles Zeug drin. Hündchen hat was gefunden. Ein Seiteneingang. Map-X. Da kommen wir nicht weiter. Hier hast du fein gemacht, wow, wow. Darüber gehen wir auch noch. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das mal... Wieso jault der jetzt so? Schau mal an. Ein Autokino gewesen. Ihr fasst mich nicht an. So, ist das die Aufgabe, oder was? Hier die Maulwurfsratten zu besiegen. Das kann natürlich sein. Vielleicht gibt es hier nützliche Ressourcen. Auf jeden Fall, da hinten bewegt sich noch einer. Ja, das war die Aufgabe. War nicht schwer. Wir schauen uns jetzt hier mal noch ein bisschen um. Mal gucken, ob wir hier noch was Schönes finden. Heute ist ja süß. Kleines Auto. Was war denn hier? Kochstation. Hier ist auch eine Tür. Die können wir einfach öffnen. Wodka. Hier können wir nach oben gehen. Au! Mine, Achtung! Tatsächlich waren hier dann Fallen versteckt. Ich denke mal, dass das hier die Leinwand war. Oh, nicht schlecht, schöne Aussicht. Hier finden wir sogar ein bisschen was Nützliches. Ist da was drin? Nee, okay. Schönes Autokino. Leider nicht mehr funktionsfähig. Sonst hätten wir uns jetzt hier einen schönen Filmabend machen können. Naja. So. Schauen wir uns mal um. Was finden wir denn hier? Da gibt es nirgendwo was. Kann man die Autos hier zum Explodieren bringen? Ja. Der sprengt sich gleich. Wuhu! Geil. Wumm. Geil. Ich mag das. Wir wecken damit sehr viel Aufmerksamkeit. Was haben wir denn hier? Achso, ich kann jetzt hier... Ich kann hier jetzt was bauen, aber... Für was denn? Was kann ich denn hier dann Schönes machen? Das interessiert mich jetzt. Das Radius, der Radius ist sogar ziemlich groß. Ich weiß... Oh, das können wir hier alles aufräumen. Ist natürlich echt cool, aber... Hier könnte man dann so einen Handelsplatz machen oder sowas. Hm. Was ist denn unsere Aufgabe? Baue und aktiviere eine Rekturierungssendestation. Ja, wir sollen hier was aufbauen. Cool. Oh, schön. Coole Location. Ich glaube, da kann man schon was draus machen. Mhm. Schauen wir uns mal hier...
Ich falle aber auch in jede Mine rein. Können wir wirklich ein bisschen hier was draus machen? Ja! Toll. Ist natürlich jetzt richtig genial. Wo erwachen wir wieder? Hier, okay. Naja, halb so wild. Ich sollte ein bisschen besser aufpassen, wo ich hintrampel. Die war hier irgendwo, oder? Na, das gibt's doch nicht. Ich sehe die Mine nicht. Wo ist die denn? Da in der Kiste oder was? Unterm Laub. Ich könnte unseren Hund hinschicken. Warte da. Geh mal dahinter. Komm schon. Schnapp's dir. Auf geht's. Geh dorthin. Da ist irgendwie nichts mehr. Toll. Vielleicht ist die Bombe dann jetzt weg. Keine Ahnung. Na, wenigstens mussten wir nicht so weit laufen. Oh, das ist schon cool hier. Das gefällt mir. Das werde ich dann mal machen. Aber das machen wir dann separat. Das werde ich jetzt nicht aufnehmen. Ich werde euch dann in der nächsten Woche dann zeigen, was wir gebaut haben. Oder nächste Folge. Ja, machen wir das nächste Folge. Nächste Folge zeige ich euch, was wir hier so Schönes gebaut haben. Da ist ein bisschen Radioaktivität im Wasser. Mal gucken, ob wir das dann in den Griff kriegen können. So einen Handelsplatz könnte man hier draus machen. Ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir ganz gut. Okay, wo bewegen wir uns jetzt weiterhin? Genau, die Ghule hier oben. Die sind ja auch relativ nah. Die sollen ja keine feindliche Gegend hier haben. Hier müssen wir natürlich alles säubern. Damit wir hier friedlich was aufbauen können. Sprinten wir mal dahinter. Bisschen hier Richtung Norden. Da sind sie doch schon. Jetzt haben sie uns entdeckt. Aber bis die hier sind. Das haben wir ja schnell fertig. Da steht noch einer. So. Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten es schon hier fertig. Aber irgendwie leben wohl doch noch welche in der Ecke. Muss mal ein bisschen aufpassen. Hier liegt einer. Der hatte wohl nicht so viel Glück wie wir. So. Gehen wir mal nach da oben. Es kann sich manchmal ganz schwer gestalten, eine Treppe nach oben zu gehen, die leicht schief ist. Oh, was haben wir denn hier? Ein Computer. Wofür der wohl ist. Schauen wir mal rein, hä? Was können wir hier öffnen? Scheinwerfersteuerung. Band abspielen. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? 5 Personen. Das ist eine Falle. Verdammt, sie haben uns umzingelt. Was tun wir jetzt? Leck sie ab. Zähl bis 10 und lauf dann zu den Bäumen. Was? Dutchman, ich...
bleibt keine Zeit. Viel Glück, A9. Mhm. Ah, hier ist so ein Scheinwerfer, der jetzt hier ein bisschen scannt, okay. Schön für ihn. Diese kleinen Treppen immer für diese großen Menschen wie mich. Oh, hier lag ein Jagdgewehr. Schön, dass wir nachgesehen haben. Oh. Moin, auch endlich wach. Aber da muss es ja noch mehr geben. Lebst du noch? Ah, schon mal da. Da haben wir einen kleinen Punkt. Uah. Du bist ja aggressiv. Und Crit. Wow. Sehr schön. So, aber das war immer noch nicht der letzte. Ah, ich sehe einen roten Punkt auf der Karte. Also unten auf dem Kompass. So würde ich das jetzt bezeichnen. Das ist der brennende Ghoul. Ah, hier. Hier haben wir noch einen kleinen Computer. Schauen wir mal nach. Frachtbestimmungen. Ah, jetzt nicht besonders interessant. Ladungsverzeichnis anzeigen. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwo immer noch jemand lebt. Oder täusche ich mich? Ah ne, abgeschlossen. Okay, sehr schön. Perfekt, passt. Denn die Folge ist auch zu Ende. Und ich baue jetzt munter mal die neue Station da auf. Und nächste Folge dann, die ihr jetzt im Anschluss gleich auch noch anschauen könnt, könnt ihr euch dann anschauen, was wir Schönes gebaut haben. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mit zuschaut. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend oder bis gleich. Ciao, ciao.